Clemens, wie oft warst du denn in diesem Jahr auf dem Freimarkt? Ist das heute dein erster Besuch? Mein zweiter. Wann warst du? Am Montag war ich schon mal in der Almhütte. Du warst ja in den letzten Jahren auch schon oft hier. Hast du einen Lieblingsort auf dem Freimarkt oder irgendwas, was man unbedingt gesehen, gemacht haben muss? Ich war letztes Jahr doch ein paar Mal mit meinem Neffen hier Karussell fahren. Ich bin jetzt nicht so der große Karussellfahr-Fan, aber ich denke so ein, zwei Mal mal in die Almhütte, mal ins Hansezelt, das ist schon ganz nett. Und dann nochmal mit Freunden oder mit der Mannschaft ein Alster zu trinken, das ist auch gut für das Teamgefüge. Von daher freue ich mich doch immer, wenn es dann mal auf den Freimarkt geht. Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber Hansezelt oder Bayernzelt? Kann ich gar nicht so genau sagen. Wir waren ja in der Vergangenheit öfter im Bayernzelt, als die Neuzugänge auch noch das Werderlied singen mussten. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Aufgrund auch der sportlichen Situation zur Freimarktzeit lief das ja nicht so ganz gut. Dann passt das natürlich auch nicht, dann irgendwie über den Freimarkt oder im Bayernzelt da die Sau rauszulassen, wenn die sportlichen Ergebnisse nicht passen. Aber ob jetzt Bayernzelt oder Hansezelt. Hansezelt hatte ich auch schon ganz nette Abende und Veranstaltungen. Das sieht ganz gut aus und ich freue mich heute hier auf die Veranstaltung. Wie ist das denn als Profisportler? Gönnt man sich auf so einer Veranstaltung wie dem Freimarkt dann auch mal eine Bratwurst oder ein Fischbrötchen oder sowas in der Art oder achtet man da strikt auf den Ernährungsplan? Ja, wir haben natürlich einen Ernährungsplan, aber da darf man auch mal Ausnahmen machen. Und wenn man schon auf den Freimarkt läuft, hier eine Runde dreht, das riecht ja an allen Ecken und Enden total toll. Und da kommt man auch an einer Bratwurst oder ja, an irgendwas Süßem auch nicht vorbei. Die Atmosphäre bei den Heimspielen während des Freimarkts ist ja immer besonders positiv oder euphorisch. Glaubst du, dass sich die Mannschaft da am Samstag auch wieder zum Sieg anschreien lässt oder dass das die Mannschaft irgendwie positiv pushen wird? Also die Atmosphäre ist ja generell fantastisch hier in Bremen. Auch in den Zeiten, in denen es nicht so gut lief, hatten wir immer eine wahnsinnig tolle Unterstützung. Und ich hoffe natürlich, dass wir am Wochenende im Ausverkauf im Weserstadion 3 Punkte holen und zum doch Abschlusswochenende des Freimarktes unseren Fans und Zuschauern noch mal einen Sieg schenken. Und wenn ihr gewinnen solltet, geht ihr dann auch zusammen auf den Freimarkt danach? Ja, da ist jetzt nichts geplant. Das sind dann mehr so spontane Entscheidungen, die wir dann nach dem Spiel treffen. Aber ich glaube, dass das heute mein letzter Freimarkttag sein wird. Ja, vielen Dank, Clemens, und viel Spaß noch. Dankeschön.